Ja, servus, grüezi, hallo. Hier ist euer Krypto-Dennis mit dem neuesten Bitcoin-Update. Heute ist der 28.09.2021 und ihr habt es schon gelesen und so ist auch richtig. Bitcoin ist in danger, also Bitcoin ist in Gefahr. Ja? Und diese Worte, wie gesagt, nehme ich nicht einfach so in den Mund, wie jetzt jeder andere auch, wohl alle zwei Videos, ja, hier Bitcoin in danger oder in Gefahr und alles wird sich ändern. Das werdet ihr von mir nicht alle zwei Videos sehen, ja, aber es ist wirklich so. Ich habe wirklich, es tut mir leid, aber ich habe auf dem Klo habe ich wieder was gesehen. Das ist der beste Ort, um sowas zu sehen, ja. Und nee, ich habe mein Laptop nicht mit auf dem Klo, das ist nur ein Smartphone. Aber ich habe wirklich was gesehen, was sehr, also was mega bearish ist. Es tut mir wirklich leid, ihr könnt wieder hier disliken oder sonstiges, aber was soll ich euch anderes sagen, ja, mittelfristig ist es halt bearish das Ganze, ja, meiner Meinung nach. Und aber heute soll es insgesamt gehen um erstens, was ich, das neue Pattern, wo ich gesehen habe, das Mega-Pattern im Weekly. Dann gehen wir zu den Analysen in kleinen Timeframes. Dann schauen wir uns noch die CPRs, also die Pivots an. Ja, ich will das auch nicht komplett in die Länge ziehen. Viele haben ja auf ein neues Video gewartet. Und ja, wenn dich das interessiert, dann bleib bitte dran. Bis gleich. Bevor wir anfangen, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr ein Like da lasst, teilt es mit Freunden bekannt, abonniert den Kanal, wenn ihr noch nicht abonniert habt und aktiviert die Glocke, wenn ihr diese noch nicht aktiviert habt, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Des Weiteren könnt ihr hier den Kanal unterstützen, indem ihr euch, wenn ihr wollt, natürlich bei FEMEX bzw. FTX anmeldet. Mein Lieblingsbörse ist FEMEX und hier in den Telegram-Gruppen bekommt ihr Content, beziehungsweise hier im Crypto Talk könnt ihr auch mit mir interagieren. Also joint und dann geht's auch schon los. Und wenn ihr Lust habt, TA zu erlernen oder wissen wollt, wie wir traden, dann sprechen wir später auch über Telegram oder über die E-Mail-Adressen, wo da unten steht. Ja, ja, würde mich auf jeden Fall freuen. So, und ich wollte mich nochmal hier für das letzte Video entschuldigen, wo der Sound nicht wirklich geil war. Es tut mir leid, das war die ersten 60, 70 Sekunden, glaube ich. Da ist irgendwie eine zweite Tonspur reingekommen. Ich hoffe, ich werde es jetzt auch, bevor ich Dinge jetzt abschicke, mal kurz drüber scrollen oder drüber gehen, ob da nicht irgendwie wieder solche Probleme sind. Aber es tut mir leid, aber zum Glück waren es nur 60 Sekunden. Das wird dieses Mal hoffentlich nicht passieren. So, kommen wir gleich zu dem, ja, was ich eben sagte, was meiner Meinung nach ein mega bärisches Zeichen ist. So, und dafür, für dieses neue Pattern, was ich auf dem Klo gesehen habe, tut mir leid, ja, habe ich hier den Weekly Chart angemacht und ihr seht schon diese rote Trendlinie hier, ja, und zwar vom Corona-Damm unten bis zum heutigen Tag, ja. So, und ich habe es mal vor einigen Videos, habe ich mal schon mal das gleiche Pattern erwähnt. Ja, aber in kleinen Zeiteinheiten und hier ist es in einer riesen Zeiteinheit und dieses Pattern ist das Bump and Run Reversal Pattern. So, machen wir das mal ein bisschen kleiner hier das Ganze. So, also dieses Bump and Run hat hier, wie ihr seht, einen Uptrend, ja, und dann kommt es zu einem Bump und dann zu einem Run, ja. Und wie ihr hier seht, ja, haben wir hier, das ist ein ähnlicher ähnliche Vorgehensweise hier, was Bitcoin macht, wie auf dem Bild, ja, 1:1,
nehmen wir das nicht mit, ja, ganz klar, aber das Bild ist ähnlich. Ja, wir steigen langsam an, ein Uptrend, ja, und dann kommt es zum BAM, zum Mega-Uptrend, und dann kommt es zum One. So, wir sind jetzt hier aufgeschlagen, also ihr könnt euch auch in Google, gibt mal BAM and One Pattern ein, da seht ihr, wie sowas auch aussehen könnte. Oft ist es so, da ist es wie hier, dass er anstößt. Also hier geht er zwar nicht direkt auf die Linie, aber hier, also es ist meistens so, geht auf die Linie, gibt es nochmal ein Pullback und dann geht es richtig runter. Nicht immer, aber es ist auch sehr oft. Ja, wir müssen auch sehen, wir sind hier auch bei den Kryptowährungen. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Ja, und wie ihr seht, sind wir jetzt dabei, den richtigen One nach unten mitzunehmen. Wichtig ist zu sagen, solange wir diese Linie nicht unterschreiten, sind wir noch, ja, ihr könnt euch das letzte Video ansehen, hier oben ist es jetzt eingeblendet, sind wir immer noch theoretisch, wie gesagt, theoretisch, in einem bullischen Lauf, obwohl es schon viel Anzeichen gibt, dass wir jetzt bald in einen richtigen Bärenmarkt kommen. Aber nichtsdestotrotz, man muss das auch ehrlicherweise sagen, wir sind noch in einem leicht zum bullischen Lauf. So. Und sollten wir diese rote Trendlinie brechen, ja, das ist meine Meinung, werden wir viel tiefere Preise sehen. Und das, was ich euch jetzt sage, das wird mir zwar kein Mensch glauben, ja, aber ich sage es euch trotzdem, weil dafür guckt ihr euch das Video auch an, um auch mal andere Meinungen zu sehen oder zu hören. Und ich zeige euch ja, was ich genau meine, ja, wie jetzt wieder mit möglichen Bump-and-Run-Pattern. Sollten wir hier durchsprechen und das Problem ist im Internet oder auch in Lehrbüchern gibt es verschiedene Targets. Ja, das ist halt das Problem. Wo führt dieser Bruch dieser Linie eigentlich hin? Da geht es von komplett, ich sag mal, komplett runter hier und zwar diese Spanne zu der Neckline, sage ich mal, und runter. Das ist im Logchart. Das sage ich euch gleich, das sind wir im Minus. Ja? Das kann man hier natürlich vergessen. Ja? Aber die meisten Bump-and-Run-Patterns, ja, sind so gezeichnet, deswegen sage ich euch das auch, dass das 100%-Ziel dieses möglichen Bump-and-Run-Patterns, jetzt haltet euch fest, wirklich, ja, wäre hier. Und das ist der Kerzenkörper. Ja? Ich habe jetzt die Wicks nicht mitgenommen. Hier. Das wäre hier, Leute. Und hier haben wir ja auch noch schön Support dann. Ich mache mal eine andere Farbe, ja, dass man das besser sieht. Wir wären hier bei einem 100%-Ziel von $5.340. Ja, jetzt werden die meisten sagen, im Leben nicht, das gibt's doch gar nicht. Ja. Ich zeige euch nur das, was laut technischer Analyse möglich ist. Aber wenn ihr schon ein paar Videos angeguckt habt, dann wisst ihr, man geht bei Patterns im Durchschnitt davon aus, auch jetzt aus der Statistik, dass mir diese Ziele, ja, dass mir Ziele zu 75% in etwa erreichen. So, und wenn ich jetzt die 75% etwa nehme, ob es jetzt 75, 80, 68, sei mal dahingestellt, jetzt in dem Bereich nehme, dann sind wir wo? In diesem Bereich hier zwischen 10 und $12.000, ja. Das heißt, sollten wir diese Neckline brechen, dann werden meine Targets, die wo ich schon seit vielen Wochen, sogar Monaten schon sagte, dass das kommen wird, dass wir hier auch das Rounding Top gesehen auch haben. Ja? Werden wir Ziele sehen zwischen 10.000 und $17.000. Und das ist realistisch. Ja? Und dabei bleibe ich auch. Und dieses mögliche Pattern wird es. Hat es nochmal unterstrichen, wenn der Bruch hier kommt. Das heißt, ein Weekly Close sollte nicht mehr jetzt in dieser Woche. Wir zoomen mal genau rein. Wir sind jetzt hier. Wir sollten keinen Weekly Schluss mehr unter 37.800 $ haben. Sollten wir darunter schließen und die nächste Candle wird ein erfolgreicher Retest. Dann gut Nacht, die Waldfee, Leute. Dann gut Nacht, die Waldfee. Ja? Und Bitcoin wird nicht kaputt gehen. Egal, was euch jemand sagt. Ja? Der Markt verläuft in Wellen. Ja?
Gruß an Kevin hier. Und es wäre nichts Verwerfliches und Schlimmes dabei, wenn wir stark nach unten korrigieren. Guckt euch das mal an, was für ein Bullrun wir hatten. Ja, wir hatten von da unten komplett, nehmen wir jetzt mal die Wicks mit, komplett von unten bis oben einen Zuwachs von etwa 1600%. Von 1600%. Und das seit März letzten Jahres. Das ist mega. Und da wäre es nicht verwerflich, wenn wir auf zwischen 10.000 und 17.000 runter korrigieren. Und hier gehe ich wirklich von realistischen Werten zwischen 10.000 und 12.000 Dollar aus, wenn ich hier dieses Pattern sehe. 100% sogar 5.340 Dollar. Ja. So, jetzt habt ihr das mal gesehen. Ja. Wie gesagt, was meint ihr dazu? Hinterlasst unten einen Kommentar, würde mich freuen. Was meint ihr zu diesem Pattern? Ja. Wie gesagt, das könnt ihr googeln. Googelt mal Bump and Run Reversal Pattern. Ja. Das ist jetzt die bearische Variante. Es gibt natürlich auch noch eine bullische Variante, ja, aber das ist halt jetzt die mögliche bearische Variante. So, sollten wir aber hier bouncen und einen starken, ich sag mal, eine starke Reaktion sehen, wo uns dann über das All-Time-High führt. Schaut euch das letzte Video an, da bin ich der Letzte. Ja, wir haben natürlich hier auch bullische Ziele, was ich persönlich nicht als wahrscheinlich sehe, aber trotzdem, die Möglichkeit besteht immer. Guckt euch das letzte Video an. So, gehen wir aber weiter, dass wir hier das Video so schnell wie möglich fertig bekommen. So, ich habe euch versprochen, wir gehen ganz kurz in die kleinen Zeiteinheiten und wie ihr seht, ist ein bisschen kirre, was hier ist, ja, ganz klar. Aber konzentriert euch mal bitte auf diesen ja, blauen Kanal oder türkisen Kanal, ja, und hier diese rote Linien, ja. Hier haben wir ein, ja, wenn wir so sehen, ein Triangel. Und wie sieht es im Moment aus? Wir sind meiner Meinung nach kurz vor einem Ausbruch. Ja? Also spätestens am 2. Oktober, also nur ein paar Tage, klar, aber spätestens am 2. Oktober, spätestens wird es einen Ausbruch geben. So. Und er wird natürlich nach oben oder nach unten sein. Wenn er nach unten fällt, wenn wir jetzt auch das Ganze nochmal bullisch sehen, da wird er hier wahrscheinlich schon aufschlagen. Und das ist genau der Bereich, wo ich eben beim Bump and Run Pattern sagte, hier in etwa wird er aufschlagen. Und wenn er bullisch bleiben sollte, dann geht es erstmal wieder hoch. Ja? So, sollten wir aber gleich hochpumpen, ja, dann sehen wir, und das wisst ihr, ich habe gesagt, nochmal den 49.000 bis 51.000er Bereich. Und da bleibe ich auch dabei. Ja? Da ist auch wichtig hier diese gelbe Linie, ich mache mal hier ein bisschen größer, dass man das auch sieht, diese Trendlinie von oben runter. Im letzten Video, wie gesagt, guckt euch das letzte Video an, da gehe ich auch ein bisschen näher darauf ein, was wir hier noch alles für Patterns haben. Deswegen hier nur in den kleinen Zeiteinheiten. Und genau. Also, da gibt es natürlich die Möglichkeit runter, dann, wenn es bullisch bleibt, richtig hoch. Ja? Und dann wird auch der Balken, wenn der dann nicht mehr hält, dann sehen wir hier, dann können wir wirklich das All-Time High sehen, dann geht es höher hinaus. Dann ist es wirklich das Ganze bullisch aufgelöst. Ja? Aber wir gehen dann nach Wahrscheinlichkeiten. Und da könnte es wirklich sein, wenn wir hier runterbrechen und bricht er noch hier diesen Kanal, dann war es das meiner Meinung nach. Dann ist der, da kommen wir auch nicht mehr zu 49 bis 51k. Ganz, das ist meine Meinung. Ja. So, das hier ist im Prinzip auch eine Trade-Möglichkeit, wenn man das so sieht. Sollte er hier, aber das Ganze würde ich natürlich im 4-Stunden-Timeframe machen. Ja. Sollte er hier ausbrechen mit einer schönen vollen Kerze, am besten mit einem Retest. Je nachdem, wie euer Risk Management ist, dann könnte man hier schön nach oben oder hier nach unten traden. Wie gesagt, hier ist wenn er hier geht, er schon mal ein Ziel. Dieser Bereich, sage ich mal, hier dieser Bereich, wenn er hier unten durchbrechen sollte, in etwa hier die Unterkante dieses Kanals. Ja. So, mal kommen wir ganz kurz zu den Pivots oder CPRs, dann sind wir auch schon durch. Ja. Dazu gehen wir mal hier hin. Und ihr seht, ich habe es jetzt, das sind die Yearly Pivots. Ja? So, da haben wir das R1 und das R2 Yearly Pivot. Das blaue Ding, denkt euch mal weg, es geht nur um die weißen jetzt erstmal. Ja? So, und hier ist das Yearly R1 bei 37.500. Geht was im Kopf auf? Das ist genau der Bereich, wo das Bump and Run, ja, seine Neckline hat. Das heißt, der Bereich wird meiner Meinung nach signifikant werden. Ganz, ganz signifikant. Sollte dann nochmal runtergehen. Ja, also
Er wird auf jeden Fall darunter gehen, ja, meiner Meinung nach. Ob er jetzt aber zuerst nach oben oder nach unten geht oder nach unten abprallt, hoch, dann wieder komplett runter oder durchschießt, muss man natürlich dann sehen. Ich bin kein Wahrsager, ich kann euch bloß die Möglichkeiten aufzeigen. So, das ist das Yearly. Hier, das ist, wie gesagt, signifikanter Punkt. Kommen wir zu dem Monthly und Weekly CPR bzw. Pivot. So, und hier sehen wir in blau ist einmal die Weekly Pivots und in gelb, wie ihr wisst, die Monthly Pivots. So, das Ganze sieht natürlich jetzt erst auf den ersten Blick erstmal bearish aus, muss man ganz klar sagen. Wir sind hier unter dem Monthly CPR, unter dem Weekly CPR und da wäre hier, hier sehen wir schon das Monthly S1 auch angelaufen und auch noch unter dem CPR, wie gesagt. So, was ist jetzt wichtig für die Bullen, die vielleicht noch ein bisschen Hoffnung haben wollen? Das zeige ich euch jetzt auch ganz kurz, denn dass das Ganze noch eine Chance hat, bullisch zu sein, ja, wir haben jetzt nur noch ein paar Tage bis zum neuen Monat, das ist eigentlich noch 2-3 Tage, mehr ist es ja nicht mehr, sollte der Kurs, wenn er ein bisschen bullisch noch sein möchte, der Bitcoin, ja, um noch einen Hauch einer Hoffnung für die Bullen zu haben, dann sollte er hier über knapp 45.000 schließen. Das ist das Monthly Pivot, das ist in der Mitte. Das da oben ist das TC, das ist das BC des CPRs und das ist das P des CPRs, also das P-Pivot, zentral, ja. Denn, das schalten wir kurz mal hier rum, denn das nächste Monthly Pivot stand heute 28.09. Das ist ein Forecast. Ja? Das heißt, das verändert sich noch ein bisschen, je nachdem, wo der Kurs ist, weil das wird ja berechnet. Ist im Moment bei knapp 44.600. Sollten wir darunter öffnen, ja, unter dem neuen Monthly CPR, dann könnte es wirklich böse werden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja? So. Jetzt habt ihr gehört, was ich von dem Bump 1 oder das neue Pattern, was ich euch gezeigt habe. Wir sind kurz auf die kleinen Zeiteinheiten eingegangen und jetzt zum Schluss nochmal auf die CPRs bzw. die Pivots. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, lasst ein Like da, kommentiert das Ganze, würde mich freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Crypto Dennis von der Bull vs. Bears Academy. Ciao.